Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Island. Und guck, wie viel Cobblestone? Naja, 8. Fast. 9. Hier sind 4. Hier sind keine. Ja. Fast 9. Aber mir ist jetzt was Interessantes aufgefallen. Also gucken wir mal, wie viel wir jetzt hier drin haben. Noch. Wir haben 4 Obsidian. Brauchen wir das doppelte 8 Eisen und das fünffache 20 Aluminium. 8 Eisen, 20 Aluminium. Sind 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Dass wir noch so wenig Aluminium haben, glaube ich kaum. Wenn der nicht geht, der Pulverizer macht's. Selbst schuld, die C-Craft. Aluminium auch nicht, ist ja auch mies. Weißt du, dass wir hier einfach das reinpacken und hier das Aluminium. Da habe ich ein bisschen besser. Acht Eisen, 10 Aluminium. Dann machen wir noch was anderes. Also natürlich gehen wir jetzt erstmal hier. Mit der Flüssigkeit habe ich mich noch nicht groß weiter beschäftigt, aber was anderes, was wir jetzt herstellen werden. Nämlich wir werden jetzt Alumite herstellen. Damit können wir Kobalt abbauen. Beziehungsweise ich hätte erstmal gucken sollen, ob es das überhaupt gibt. Ja, gibt's bitte. Hier sind Äpfel. Wir müssen dringend wirklich eine Farm bauen. Ja, Tiere sind der ist auch gespawnt. Polarized Iron. Molten Copper. Sind 3, gut. Hallo, da stand 3 Ingots.
Da ist ja Alumite. Acht Obsid. Millibucket Obsidian, okay. Wir müssen jetzt unten Alumite. Da ist noch Lead drin, egal. Papierstecks. Klar, Papier wird ja auch aus der hier gemacht. Da ich nicht weiß, was von den beiden. Mach ich mal beides aus Papier. Die Spitzhacke wird aus dem und dem gemacht, das Kreuz und das. Wo ist die? Das ist das Kreuz. Hallo, ich weiß doch. Da bitte. Gucken. Da ist es. Denn die Spitzhacke. Bitte. Vier Modifiers, Mining Speed 8. Mining Level Kobalt, bitte. Diamant und Emerald, Dia. Das Grüne ist da, der Emerald. Das kommen wir noch als zweite anderen beiden rauf. Haben wir hier noch aufgemacht, Lapis. Auf jeden Fall erstmal. Und im Kopf haben wir ja Spielerkopf. Weil ich will mal was Kurzes gucken auch. Abgesehen davon, dass wir ja keinen frei haben. Okay, glaubt nicht, das was ich gelesen habe, das wollte ich gucken. Als erstes der Diamant. Dann der Emerald. Dann Lapis. Bucket und Wasser. Und acht.
Bitte, so schnell geht's doch. Bitte, und die Hose ist kaputt hier. Müssen wir eine neue anziehen gleich. Jetpack. Ach ja, ich habe was festgestellt, warum er es uns vorher nicht angezeigt hat, sehen wir noch, wie viel bearbeitet, wie viel Energie hier drin ist. Und hier drin ist und ausgegeben wird und so weiter und hier. Also wir sehen hier alles ziemlich gut. Hä, was war das jetzt? Eine Glasbutter aus dem Eimer. Vier Steine, genau. Drei Eimer. Geht genauso schnell, also. Und wer der einmal wird zur Glasflasche. Da ist unten Feder drin. Da ist unten Feder drin. In dem Rezept. Ich pack dir nur Glasbottles rein. Gut. Scharf gehst da mal runter. Wir wollen, dass sie sich automatisch repariert. Sechs. Sieben. Was können wir sonst noch machen? Autopacker nützt uns nichts. Neun. Ist auch schon kaputt. Also kann kaputt gehen, neuerdings auch noch. Okay. Oh, jetzt ist irgendwas draußen. Was eigentlich Ruhestörung ist. Weil es jetzt schon 21 Uhr ist. Ball auf Moth. Dann nehmen wir die. Ja, und es gibt zwei neue Mods drin. Fällt mir gerade ein, kann ich euch ja sagen. Einmal. Brauche ich bloß hier eingeben. Müssen wir die eigentlich sehen? RF. Da bitte, ja. Der Power Converters Mod, damit wir auch mehr als gleichzeitig 1000 RF rauskriegen, weil die können nämlich nur 1000 RF transportieren, habe ich mich inzwischen cool schlau gemacht. Das heißt, wir verlieren hier massig, also wir transportieren gar nicht so viel Energie hier hin, was ich gar nicht so schlecht finde. Die speichern die natürlich, weil die Geräte nicht so viel brauchen. Wie schnell das hier durchkommt. Die natürlich auch dadurch. Ah, das finde ich gar nicht mal so schlecht, dass hier nur 1000 RF durchkommt. Hier kommt ja deutlich mehr rein. Durch. Gut. Dann.
brauchen wir. Ah ja, da habe ich zugemacht. Und dann ist ein zweiter Mod drin, den ihr gleich sehen werdet. Habe ich schon ausprobiert in der Hölle auch. Ich hätte mein Inventar lernen sollen, aber okay. Auf jeden Fall ist das jetzt deutlich leichter gewesen, als Stahl zu machen. Weil der hätte mir noch so viel mehr bauen müssen. Dann habe ich mich schlau gemacht, was man machen kann, einfach höher ist, was es selbst ist natürlich. Ja, ihr habt es richtig gesehen. Können wir die mal auch abfahren? Genau, gleich mal alles. Was, Gas, du bist Stress? Gut, aufgefangen, wie es scheint. Level sind egal. Ja, zwei Gastiers. Level sind uns doch egal. Hauptsache, wir haben die Gastiers. Und gleich Glück, dass wir zwei getroppt bekommen haben. Und jetzt ich habe Draconium. Dafür haben wir die eigentlich gemacht, nicht für Kobold oder Ardite. Los, das, ich habe es eingestellt auf Steuerung, auf rechtes. Und ja, dann drücke ich die rechte Steuerung, während ich abbaue. Verbraucht er genauso die Haltbarkeit. Wenn wir draußen an der Insel rumlaufen, repariert sich das halt wieder. In der Hölle, glaube ich, und in Höhlen kann es sich nicht reparieren. Da brauchst du Tageslicht halt. Da ist was. Aber erstmal, damit wir Manilium kriegen. Weil ich will Manilium Schwert. Mir erstmal machen. Und da haben wir das erste Draconium-Archiv mitbekommen. Das sind die nächsten. Können wir schon mal Gast hier anpflanzen? Und über ein Stack. Klostone. Wo sind unsere Äpfel? Ja, der Wein meiner Mod. Weil ich es noch nicht gesagt habe. Und das wieder Ardite. Und das Draconium.
Da sehen wir auch, dass es repariert, also auch in der Hölle repariert es gut. So. Ernten wir das noch mal schnell ab. 87% Haltbarkeit noch. Die hauen nicht ganz hin bei Tinkers Konstrukt, die Haltbarkeitsanzeige da unten. So. Da wäre die Festung. Da ist das Portal. Da sehen wir auch schon den Waypoint. Und das Schöne, was ich gemacht habe, das kann ich jetzt hier halt das. Hier so holen, weil. Man kann jetzt einfach das drücken. Und so zumachen. Dann wieder die Lava. So. Haben wir uns satt gegessen. Sind bei 22 Minuten zwischen angekommen, haben wir heute auch viel geschafft. Eine schöne Spitzhacke, womit wir Draconium abbauen können und so weiter. Zwei neue Mods sind drauf. Auf dem Server sind drei neue Mods wohl bemerkt. Noch da zusätzlich drauf. Die wir aber auch beim Klient schon lange haben. Aber ich habe mich herausgefunden, woran es lag, dass es nicht angezeigt wurde richtig und so weiter und wir es auch nicht ändern konnten. Weil jetzt hier beim Tank zeigt das mir auch an und hier. Ihr seht, das zeigt mir hier alles Mögliche an. Was er vorher noch nicht unter Umständen angezeigt hat. Das liegt halt daran. Hier zeigt jetzt auch die RF an. Wie ihr seht. Hier zeigt auch an, dass sie geladen sind bei den Maschinen. Das heißt, hier zeigt es auch an und wie viel halt Output und wie viel produziert wird und so weiter alles. Wir haben schon viele gelöst. Hier unsere Enderperlen, die wir gemacht haben, können wir ja mal. Ah, können wir gerade nicht. Wir lernen jetzt noch aus. Ich habe euch das hier erst alles gezeigt. Dann lernen wir aus. Gasttier. Darum kümmern wir uns gleich. Also, ja. Kümmern wir uns nächste Folge. Die können wir jetzt auch wegpacken. Haben wir eine andere, eine bessere. Torch, das brauchen wir eigentlich nicht. Den können wir wegpacken. Darum kümmern wir uns nächste Folge. Also, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Let's Player.